Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum Schönhausen Zoo hier im Planet Zoo. Challenge Mode ist das. Also der Herausforderungsmodus für euch Deutsche da draußen. Wir haben hier letztes Mal, die letzte Folge kam am Samstag. Wenn du die noch nicht gesehen hast, dann schau sie dir jetzt an. Der Link dazu wäre auch nochmal in der Videobeschreibung. Vielleicht schaffe ich das auch, das oben ins i reinzupacken. Müssen wir mal schauen. Ich habe jetzt ein bisschen offscreen. Also offscreen, off-camera heißt das ja immer. Ich habe ein bisschen weitergebaut und so werde ich das Projekt auch halten. Ich werde auch zwischendurch ein paar Speedbuilds reinmachen. Mitten in der Folge auch gerne, dass wenn wir jetzt zum Beispiel ein Gebäude bauen und ich weiß, das würde länger dauern, dann würde ich das in einem kleinen Speedbuild machen. Das hier habe ich jetzt ein bisschen jetzt gerade für mich selber gebaut. Ich habe hier so einen kleinen Zaun errichtet. Das ist einfach nur eine mittelgroße Wand in die Erde gemacht, zwei Säulen dran und hier diese... wie heißt das? Metallzäune. So, das besteht. Der jetzt besteht nur aus 4 Elementen und der erste besteht aus 5. Weil da habe ich die Seitensäule entfernt und dann so weitergezogen. Das überlappt hier so ein bisschen, aber das bleibt halt nicht aus. Allerdings ist es halt ein bisschen sicherer, sodass die Wölfe hier nicht rauskommen, wenn die dann rauskommen könnten. Dann habe ich hier den Weg nochmal versucht zu machen. Und ich habe hier so ein bisschen, das ist ein bisschen schlecht gelaufen mit dem Weg. Weiß nicht, ob ich das irgendwie noch anders hinkriegen könnte, wenn ich hier den Weg ganz lösche. Weil ich wollte halt gerne hier die Seite so ein bisschen rund haben. Das ging nicht ganz. Naja, das aber nur so ein bisschen Gequatsche nebenbei. Letztes Mal haben wir ja die erste Folge gehabt quasi. Oder es war die erste Folge. Nicht die letzte Folge, die erste Folge. Und ihr habt mir so ein bisschen Feedback geschrieben. Und ich muss sagen, ihr seid ja richtig krass, ne? Was Feedback betrifft. Ich wusste nicht, dass das so viele Likes bekommt, das Video. Und ich wusste auch nicht, dass es so viele gute Kommentare kriegt von euch. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle für dieses ganze coole Feedback von euch. Ihr seid richtig gut, richtig nett. Hilft mir auf jeden Fall, hilft meinem Kanal. Das macht richtig Spaß. Dankeschön an dieser Stelle. Dankeschön, dass ihr das immer macht. So, wir möchten jetzt, oder ich möchte jetzt gerne mal gucken, dass wir hier eventuell kein Gebäude hinbauen. Was wird eigentlich noch geforscht gerade? Wenn ihr übrigens so ein Rasenmäher im Hintergrund hört, dann liegt das daran, dass meine Nachbarn hier irgendwie finden, dass sie gerade mit dem Rasenmäher durch die Gegend laufen müssen. Achso, wir erforschen gerade Barrieren. Und wir haben Spielzeug für den Wolf gefunden. Das ist aber schon mal sehr gut. So ein Hundeball ist wichtig. Ich glaube, das finden die sehr, sehr gut, ne? Ja. Das findet er sehr, sehr gut. Und dann haben wir noch diesen Eis... Klumpen erforscht. Der kommt dann hier hinten hin. So. So, dass es denen auf jeden Fall besser geht. Ich werde das Altern bei den Tieren auch noch nicht richtig verlängern, sondern ich lasse das erstmal so, dass wir ein bisschen mehr Geld und Punkte verdienen. Wir müssen auch schauen, dass wir mit unserem Geld deutlich besser haushalten können, als das, was wir jetzt bis jetzt getan haben. Ich wollte hier gerne ein paar Bänke hinstellen und ich wollte gerne mal gucken, dass wir so ein bisschen das Ganze gut einrichten können. Wir haben ja zu Anfang noch nicht so wirklich viele Sachen. Deswegen passt das ganz gut. Was für ein Design nehme ich denn hier? Kann ich irgendwas Graues nehmen? Ah, das ist ganz okay. Und die Bank noch ein bisschen dichter ran. Die Bank ist schon ziemlich dicht. Und die geht eigentlich auch nicht mehr. So. Dann stehen die hier schon mal so in der Reihe und Glied. Und dann kann man später hier noch ein bisschen was machen mit Steinen und so. Und dass ich mich daran erinnere, mache ich hier mal 2, 3 Steine hin. Dann weiß ich, was hier los ist. Ganz genau. So, dann hätten wir das auch. Erwartet Nachwuchs. Sehr gut, da kriegen wir Babywölfe. Ach ja, ich habe das Gehege jetzt eingerichtet für die Wölfe. Warte mal. Die haben jetzt ausreichend Platz. Es ist nicht übermäßig viel Platz, aber es ist ausreichend. Ich habe hier den Zaun ein bisschen länger gemacht und ich habe den Zaun ein bisschen nach hier hinten gemacht und dann passte das. Was fressen die eigentlich? Verarbeitetes Fleisch, glaube ich, ne? Ja. Lass mal schauen, können wir hier Qualitätsstufe 2 gleich mal machen. Weil dann haben wir, können wir denen schon mal ein bisschen was Besseres geben. Ich weiß gar nicht, was das bessere Essen für die ist tatsächlich. Das bessere Essen ist ganzer Kadaver. Ja, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? So. Außerdem möchte ich heute auf jeden Fall
zwei Fressbuden quasi hier hinbauen. Deswegen den Weg hier ein bisschen länger gemacht. Dann können wir die hier hinstellen. Ein Chief Beef kommt hier hin. Galpi. Genau. Und dann können wir hier eventuell eine Bank hin platzieren. So. Und den in Grau hier, diesen Recycling-Mülleimer. Weiß auch nicht, ob ich die auf den Weg stellen soll oder lieber daneben. Ich glaube, es geht beides. Mach mal daneben. Gefällt mir, glaube ich, ein bisschen besser. Schön viele Mülleimer. Damit hier kein Müll entsteht. So. Galpi Soda. Wir heben die Preise an. Komm, wir machen 50 draus. Die kaufen es so oder so. Und hier so ein Chief Beef, da kann man auch nochmal 50 Cent obendrauf nehmen. Komm, 55 Cent. Da müssen die einen schrägen Betrag ausgeben. Ach, der geht jetzt nach Hause. Das wäre schade für den. Und wir brauchen noch so ein Ding hier. Wir stellen es mal einfach hier hin, in die Mitte. Und da kommt dann das Bienensterben. Wobei das passt auch, warte mal. Bienensterben würde auch sehr gut hier hinpassen. Diese Dinge hier, diese Erhaltungs-Infotafeln, die geben tatsächlich viele, viele Arterhaltungspunkte. Deswegen ist es ganz gut, die zu haben. Die geben halt so schön viele Punkte. Oh, der Ball ist im Wasser, egal. Die geben viele von diesen Arterhaltungspunkten. Weiß auch nicht, warum gerade die hier so viel geben. Neue Sachen erforscht für unseren Wolf. Gleich mal schauen. Okay, ein Futterspender, ein Bambusfutterspender. Den kriegt er auf jeden Fall hier hin. Den finde ich nicht ganz so cool wie das andere, aber gut. Was soll ich? Die haben jetzt 100%, ne? Ja, sehr gut. Und dadurch, dass ich hier nicht auf Hardcore spiele, langweilen die sich nicht mit den Dingern. Ist vielleicht auch ganz nett so. So, lass uns doch einfach mal gucken, was jetzt das nächste wäre, was wir haben könnten. Oh, hier Königstiger. Mm. Oh, wir könnten tatsächlich einen Königstiger jetzt direkt haben. Uff. Das wäre der Rohan. Für alle unsere Conservation Credits, Arterhaltungspunkte, hole ich mir einen Königstiger. Ich hätte halt richtig Bock auf einen Tiger, ne? Aber so früh, so ist ein Tiger vielleicht noch ein bisschen übertrieben. Kleiner Panda. Ist auch immer ein Highlight. Wölfe haben wir jetzt ja. Kapuzineräffchen. Ja, denk mal kurz drüber nach, ob man den Wolf nimmt. Ja, den Wolf, den Tiger. Unser Wolf hatte Nachwuchs. Lass einmal schnell gucken. Jackson ist da. Jackson. Oh, Jackson ist sogar. Hat sehr gute Gene. Tieraktivität ist gut. Da brauchen wir nur ein Weibchen mit Größe und Lebenserwartung. Und dann haben wir für Jackson das nächste. Der Jackson. Na du? Sehr, sehr gut. Ach ja, ihr habt ja auch in die Kommentare geschrieben, was ihr hier sein wolltet und so. Bist du eine weibliche Sicherheitsbeamtin? Sehr gut. Dann mache ich einmal... Warte mal, ich mache einmal kurz einen Cut. Machen wir hier. Aber Pause da. So, genau, wir sind zurück, weil ich musste einmal, oder ich habe einmal in der letzten Folge nachgeguckt, in euren Kommentaren, ob ich einen Namen von euch übernehmen sollte. Und Krabbe möchte gerne Sicherheitsbeamte sein. Und da passt das natürlich, dass sie hier... Ah, da ist hier ein bisschen Workout hier gemacht an dieser Stelle. Ist das hier eigentlich so ein Sieb? Ja, tatsächlich. Wusste ich gar nicht, dass das dann entsteht. Ja, man lernt nicht aus. Was die Leute hier drüben wollen, weiß ich nicht ganz. Hier können die ja nicht reinschauen zu den Wölfen. Hoffe ich zumindest nicht. Erkundet Wolf. Okay. Lass mal gleich einen Techniker rufen. Der Ausblick von hier aus ist nicht so gut. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ach ja, was ich auch noch machen wollte. Ich habe ja jetzt auch die Höhenmarkierung angezeigt. Danke nochmal dafür, für die ganzen Kommentare dazu. Hat auf jeden Fall geholfen. Machen wir mal 260 hoch. Dann kann hier auch keiner reinlunsen.
Dass das noch passiert, ne? Dass das noch passiert, das ärgert mich. Der Preis Ticket ist so, ist einfach klasse. Aber dass das noch passiert, dass die an den Berg gucken, das ist so lächerlich. Dass man da immer noch drüber reden muss. Ein Jaguar hatten wir ja auch noch. Okay, lass erstmal nur nach Geld suchen. Und dann unsere Arterhaltungspunkte, hoppala, für später benutzen. Was haben wir denn noch nicht? Wir haben noch alles noch nicht. Aber was würde gut hier hinpassen? Gabelböcke hätte ich jetzt hier hinten noch hingemacht. Die würden da wirklich noch gut reinpassen. Sollen wir ein paar Gabelböcke hier im Hintergrund hin haben? Erst habe ich ja gesagt, ich mache das nicht so. Okay, wenn ich jetzt einen mit guter Fruchtbarkeit finde, den hier zum Beispiel, der ist auch nicht schlecht. Wie viele Gabelböcke braucht man denn überhaupt? Was ist denn so 1 bis 11? Okay. 1 bis 11. Wir brauchen 300 Quadratmeter. Ja, dann lass doch mal einfach nochmal weiter schauen, was wir hier kriegen. Jetzt haben wir 3. Nehmen wir dich nochmal mit. Genau, haben wir hier ein paar Gabelböcke. Weil die könnte man hier hinten noch hinmachen. Dass man dann quasi sagt. Das erstmal weg. Dass hier dann so das Gehege für die entsteht. Warte mal. Ich möchte ja keinen so Rundgang hier direkt zu Anfang schon machen. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das hier. Ich habe das Layout vom Zoo noch nicht so durchdacht. Aber wir werden mal schauen, was wir da machen können. Nehmen wir Baumrinde hier. Machen wir auf 5. Und dann machen wir hier so eine kleine Beobachtungsstelle für die Leute hier. Und eigentlich wäre es noch smart, wenn wir hier auch noch irgendwas hätten. Bevor man fertig ist mit den ganzen Wegen, da ändert sich ja eh immer nochmal 100.000 mal was. Ja, das möchte ich jetzt doch ungern so machen. Hätten wir hier oben nochmal so eine Beobachtungsplattform, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und dann kommt das Gehege hier hin. Auswahl benutzen ist falsch. Wir übernehmen mal erstmal. Nur ein bisschen absenken. Nicht zu viel. Die Tierpflegerhütte ist ja dann auch direkt daneben. Das würde ja auch noch gut passen. So, auf jeden Fall. Dass man das so ein bisschen macht. Es fängt auch gleich an zu regnen. Das ist ärgerlich. Aber gut, so ist das Leben. Gleich einmal nochmal schauen. Habt ihr jetzt noch genug Spielzeug, wenn ihr hier einer mehr seid? Ja. Sauberkeit fehlt. Ja gut, es fehlen 24 Quadratmeter. Aber ich denke mir, dadurch, dass es halt das Baby ist, passt das dann. Der Jackson. So. Ich wollte ja eigentlich nicht Gehege an Gehege bauen. Mach's jetzt trotzdem. Auf irgendeine Art und Weise. Genau, gehen wir mal hier. Können das ja ruhig hier dran bauen. So schnell geht das Gehege ja hoffentlich nicht kaputt. Dass da dann die Wölfe ausbrechen. Sagte er jetzt. Und dann patchen die gleich als nächstes wieder so einen Fehler rein.
So, dann wäre das Gehege hier schon mal ganz okay. Hier drüben würde ich halt gerne das Tor hinmachen. So. Was wir haben, haben wir. Und dann... weiß nicht, ob ich das hier drüben höher machen kann. Bisschen geht tatsächlich. Hier drüben geht es, glaube ich, nicht. Machen wir hier einfach nochmal ein bisschen mehr. £2,50, glaube ich, ist das, ganz genau. Neue Technikforschung, das finde ich völlig in Ordnung. Sehr gut. Der Regen. Sollen wir die einfach mal hier reinmachen? Wir haben ja eh keine... achso. Eh keine Quarantäne. Können wir die genauso gut hier reinmachen. Wie riesengroß ist das? 1900. Ist das Gabelbock-Gehege tatsächlich größer als das Wolfsgehege? Aber das... darüber reden wir jetzt gerade nicht. Lass uns hier den Zaun nochmal ein bisschen anpassen. Ich hätte den halt ganz gerne noch ein Stück rein. So, dass wir hier auf jeden Fall ein Spendenkästchen hinmachen können. Da kommen die ersten. Die ersten Tierchen. Dein Arbeitsbereich muss ich ja dann eigentlich nochmal ändern. Komm, du kannst auch weniger verdienen. Der Moritz. Ach, du hast gar keinen Arbeitsbereich. Naja, dann ist ja egal. Und wir haben... $1000 gewonnen. Verdient. So, gleich nochmal hier den Tierarzt rufen, dass er sich das hier angucken kann. Gabelbock. Guck mal, da sind nämlich kranke Tiere hier drin. Weiß nicht, wie viele, nur Yvette da. Und dann machen wir hier mal ein bisschen Glas rein. Einfach mal so. Und diesen Steinzaun mache ich mal weg. Der war nur zum Bauen. Wir gehen mit Holz natürlich. Und dann werden wir mal schauen, dass wir hier irgendwie so einen Überstand bauen können oder so. Für unsere Besucher. Die sehen auch wieder hier durch die Höhle hier sehen die wieder Tiere. Immer wieder schön. Gleich nochmal einen Tierarzt rufen, um zu gucken, ob der krank ist. Dürfte aber eigentlich nicht sein. Alles nochmal ein bisschen richtig einstellen. Jetzt habe ich hier ein bisschen Erde an die Seiten. Gerne auch hier so Erde leicht. Ne? Ein bisschen mehr Felsen auf der Seite hier. Vielleicht auch hier ein bisschen. Und dann deutlich mehr Gras kurz. Wo die dann hier viel laufen, viel gehen. Dann noch ein bisschen Erde hin hier. Dass das alles passt. Wasser haben wir so gesehen ja nur hier. Das müsste dreckig sein, ne? Ja. Wird auf jeden Fall nicht besser. Hier könnte ich mir gut vorstellen, so eine Hütte zu bauen. Und das Ding dann auch einzubauen hier in der Hütte. Die sind schon mal semi-zufrieden. Stabiler Rückzugsort fehlt, genau. Und jetzt checkt der wieder, ob hier welche krank sind. Ich denke aber nicht. Nachdem der hier krank war. Der Gabelbock, die sind aber auch süß, die Gabelböcke, ne? Das nützt ja nichts. Na Mensch. Okay, die sind scheinbar nicht krank. Dann würde ich jetzt sagen, mache ich hier mal diesen stabilen Rückzugsort, ne? Und damit fange ich dann jetzt auch direkt an im Speedbuild.
ich bin jetzt der Kuro, bei der außerhalb der Aufnahme quasi spricht. Aus dem Off. Ist ja auch völlig egal. Ihr merkt das eigentlich gar nicht. Ich muss mal gucken, das ist so eine neue Art und Weise, wie ich das gerne gestalten möchte. Und das möchte ich gerne hier in diesem Zoo mehr machen, dass ich Speedbuild und Realtime-Part auch gerne in einem Video habe und dass ich dann die Baupassagen, wie zum Beispiel hier jetzt den Rückzugsort, dass ich das dann ein bisschen kommentieren kann. Genau, das ist auf jeden Fall so ein bisschen mein Plan. Das werde ich so übernehmen, denke ich mal. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich werde das auch nochmal am Ende des Videos sagen, sodass ihr das eventuell nicht vergesst. Hier habe ich mir gedacht, dass wir so ein bisschen so einen Vorbau machen aus Holz. Das sieht ganz cool aus. Ich weiß nicht ganz, warum. Das hat überhaupt gar keinen Nutzen. Aber ich dachte mir, komm, das machst du so. Allgemein bin ich mit dem Schönhausen Zoo jetzt schon sehr, sehr zufrieden. Und ich freue mich unglaublich, den zu bauen. Auch dieser Herausforderungsmodus macht mir unheimlich viel Spaß. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich coole Sache, wie ich zumindest finde. Nichts Wildes hier beim Rückzugsort. Wie gesagt, es ist einfach nur, ja, so wie man sich das wünscht, wie man sich das vorstellt. Für diese Gabelböcke, die haben auch nicht so wirklich viel Bedürfnis nach so einem mega großen Rückzugsort. Aber ja, das ist auf jeden Fall das, was ich hier baue. Mit den Wölfen, da muss ich nochmal sehen, wie wir die richtig zufrieden kriegen. Die sind noch nicht so mega zufrieden, noch nicht so 100%. Aber die Gabelböcke sind auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Eigentlich wollte ich das ja nicht machen, dass wir die Tiere hier auf beiden Seiten, so nordamerikanische Tiere quasi haben. Das werde ich nicht durchziehen. Wir werden sehr viel mischen. Wie gesagt, das habe ich ja vorher schon erwähnt, dass ich das gerne machen möchte in dem Zoo hier. Und das werde ich auch noch machen. Das ist jetzt einfach nur zwei gute Anfangstiere, Gabelböcke und Wölfe sind auch zwei verschiedene Tierarten, so dass wir einmal einen Fleischfresser haben und einmal einen Pflanzenfresser, und Gabelböcke produzieren, haben eine hohe Reproduktionsrate, wie ich zumindest finde, so dass wir da eventuell ein bisschen Nachwuchs kriegen können, den wir dann auch eventuell freilassen können, so dass wir noch ein paar Arterhaltungspunkte kriegen. Mein Gott. So dass es auch möglich ist, eventuell später mal einen Tiger zu kriegen oder so, weil Tiger, da habe ich richtig Bock drauf. Ich habe auch richtig Bock auf Königstiger. In diesem Zoo auf jeden Fall. Das wird nice. Abgesehen vom stabilen Rückzugsort richte ich auch das Gehege hier in diesem Speedbuild komplett ein. Das werden wir auch gleich sehen. Einfach weil ich dachte, okay, mache ich jetzt noch eine zweite Folge da draus? Nee, du machst das Speedbuild einfach nochmal 4 Minuten länger. Allgemein, das Speedbuild geht, glaube ich, 6,5 Minuten oder 6 Minuten oder sowas. 5,5. Irgendwas um den Dreh. Ist jetzt nicht so mega viel für die Leute, die das jetzt nicht mögen. Zum Schluss, wie gesagt, auch nochmal einen kleinen Realtime-Part und dann passt das Ganze auch schon, würde ich fast behaupten. Ich versuche wieder ein bisschen mit Steinen zu arbeiten. Ich lasse relativ viel frei in der Mitte bei den Gabelböcken. Einfach nur, weil das gefällt mir ganz gut. Ich werde zum Schluss keine Cinematic-Shots machen, denn nächstes Mal, in der nächsten Folge, habe ich auf jeden Fall den Besucherbereich noch ein bisschen gebaut. Da haben wir dann für die Besucher hoffentlich eine kleine Pergola oder sowas gebaut, dass die da auch relativ trocken bleiben, wenn es dann regnen sollte oder so. Würde ich auf jeden Fall ganz gut finden. Ich weiß noch nicht mit dem erhöhten Stand, ob ich das so gut finde oder ob wir das noch eventuell wegmachen sollen, denn ich wollte halt mehrere Blickwinkel haben in das Gehege und jetzt ärgere ich mich so ein bisschen, weil dieser erhöhte Weg irgendwie überhaupt nicht dazu passt. Müssen wir mal schauen. Eventuell habt ihr da auch eine bessere Idee, was ich da machen kann. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, weil ich bin nicht so hundertprozentig zufrieden mit dem erhöhten Weg. Müssen wir mal schauen. Irgendwie jetzt wo ich es halt nochmal sehe, bin ich nicht so zufrieden. Das andere hat mir irgendwie besser gefallen. Aber gut. Müssen wir mal schauen. Eventuell mache ich da auch zwei niedrige Blickpunkte oder so. Gucken wir mal, was ich mir da ausdenken kann. Hier ist mir dann wieder aufgefallen, dass so viele Wasserpflanzen auch im gemäßigten Bereich sind. Also mega cool irgendwie. Und versuche hier so ein bisschen die Pflanzen in die Ecken zu stellen auch. Entweder an die Steine oder an die Ecken. War auch relativ überrascht. Wusste auch nicht, was ich in die Mitte bauen sollte. Aber es ist, glaube ich, auch ganz gut, dass es da so ein bisschen offener ist. Ich habe auch übrigens nach den eingebauten Wasserleitungen geguckt. Das schreibt auch immer jemand in die Kommentare oder öfter. Und ich finde die nicht. So, eventuell kannst du da den Link posten,
unten in der Videobeschreibung, nicht besser gesagt, unten in die Kommentare, sodass ich die auf jeden Fall finden kann, weil ich finde da keine gut eingebauten Wasserleitungen auf jeden Fall. Irgendwie mega strange. Genau, wir nähern uns jetzt dem Ende von diesem Speedbuild. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Wir sehen uns gleich wieder, oder wir hören uns gleich wieder, denn der Guru bei der Vergangenheit, der meldet sich nochmal bei euch und erklärt euch nochmal, was er hier so getan hat. Im Prinzip habt ihr es auch gesehen. Also, bis gleich. So, ich bin relativ zufrieden mit dem Ergebnis des Geheges. Ihr habt ja jetzt gerade noch das Speedbuild gesehen. Vielleicht kommentiere ich das auch drüber. Ich kommentiere das wahrscheinlich drüber so, dass der Zukunftsguru auch nochmal hier drüber spricht. Auf jeden Fall bin ich ganz zufrieden mit dem Gabelbock-Gehege. Wir haben natürlich noch keine Sachen erforscht für die Gabelböckis. Das machen wir gleich mal ganz schnell. Und ich finde es ganz cool, wir haben hier den Mitarbeitereingang im Haus versteckt, im stabilen Unterstand. Das war auch noch ein Wunsch, den ihr mal geäußert habt. Und ansonsten, ja, ich weiß nicht, wofür ich das hier vorne, das ist, glaube ich, nur Eye Candy. Diese Hölzer, ich weiß auch nicht, ob das im realen Leben nicht runterfallen würde. Müssen wir mal schauen. Aber ich glaube auch nicht, dass das Schatten produziert, oder? Nee, produziert keinen Schatten. Aber macht ja auch nichts. Die guten Gabelböcke haben auf jeden Fall reichlich Platz. Wir haben auch viel Platz hier in der Mitte offen gelassen, weil es sind ja Antilopen und die brauchen dann ja relativ viel. Ich weiß gar nicht, sind das Antilopen oder sind das Hirsche Gabelböcke? Das ist eine gute Frage. Das sind eigentlich gar keine Antilopen. Ähnliche ökologische Nische, daher auch der Name. Es handelt sich aber um eine andere Art. Aus diesem Grund wird das Tier inzwischen meist noch als Gabelbock bezeichnet. Also die hießen Gabelhorn-Antilope. Achso. Na Mensch, sind gar keine Antilopen, sondern Böcke. So hirschmäßig sind die unterwegs. Macht ja auch gar nichts. Wir haben noch keinen Strom hier. Das werde ich natürlich noch ändern zu einem späteren Zeitpunkt. Aber ich bin ganz zufrieden mit dem Gehege. Ich hoffe, ihr auch. Schreibt auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Gehege haltet. Von diesem Baustil vielleicht auch, den wir hier gemacht haben, dass wir so ein bisschen Speedbuild noch nebenbei gemacht haben. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir das Haus noch ein bisschen größer machen hier. Und ein großes Haus hier hin machen. Müssen wir mal schauen. Oh, ich habe ganz vergessen, hier das Dach natürlich zu verlängern. Das mache ich nochmal kurzerhand. Ihr lasst auf jeden Fall schon mal den Daumen nach oben da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von der Art und Weise haltet, dass wir dann ein bisschen Speedbuild in der Folge hatten. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich weiß noch nicht, ob wir morgen den Zoo hier haben oder ob wir morgen nochmal das Kiziko-Reservat haben. Müssen wir mal schauen. Je nachdem, wie ich wild und lustig bin. Wild. Je nachdem, wie ich Bock habe. Ihr werdet es ja sehen. Morgen auf jeden Fall wieder ein Planet Zoo-Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dahin. Haut das mal rein, Leute. Tschüss.